The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Prüft alles. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Bei der Aufgabe, in der mein Mann und ich durch die Vorsehung Gottes eine Rolle spielen sollten, hat der Herr uns schon von allem Anfang an in den Jahren 1843 und 1844 beraten und für uns geplant. Er hat seine Pläne durch seine lebendigen Werkzeuge verwirklicht. So oft sind sie auf Irrwege hingewiesen worden und die rechten und sicheren Wege wurden uns in allen Unternehmungen, die mit dem uns übertragenen Werk verbunden waren, so deutlich gemacht, dass ich ehrlich sagen kann, Satans Wege sind mir nicht unbekannt, aber auch die Wege und das Wirken Gottes nicht. Wir mussten alle Kräfte des Geistes einsetzen, wobei wir uns bei unseren Untersuchungen auf göttliche Weisheit verließen. Wir mussten verschiedene Theorien durchdenken, die uns vorgelegt wurden. Wir mussten ihre Verdienste und ihre Mängel im Licht der Bibel und der Dinge abwägen, die mir Gott durch sein Wort und die Zeugnisse offenbart hat, damit wir nicht selber getäuscht wurden oder andere irreführten. Wir haben unseren Willen und Weg Gott übergeben und ihn ganz ernst um Hilfe gebeten. Und wir taten es nie vergeblich. Die schmerzlichen Erfahrungen vieler Jahre in enger Tuchfühlung mit dem Werk Gottes haben mich mit falschen Bewegungen aller Art vertraut gemacht. Oft bin ich an verschiedene Orte gesandt worden mit der Botschaft: Ich habe dort eine Aufgabe für dich. Ich werde aber bei dir sein. Wenn dann die Gelegenheit da war, gab mir der Herr eine Botschaft für die Menschen, die falsche Träume und Visionen hatten. In der Kraft Christi habe ich dann mein Zeugnis abgegeben, wie es der Herr befohlen hatte. Während der letzten 45 Jahre musste ich Menschen entgegentreten, die behaupteten, sie hätten von Gott Botschaften erhalten, mit denen sie andere zurechtweisen sollten. Diese Phase des religiösen Fanatismus ist seit 1844 immer wieder aufgekommen. Satan hat auf vielfältige Weise gearbeitet, um Irrtümer einzuführen. Einiges aus diesen Visionen ereignete sich tatsächlich. Aber vieles, gerade über den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, das Ende der Gnadenzeit und die stattfindenden Ereignisse, stellt sich als völlig falsch heraus. So seht nun darauf, wie ihr zuhört. Lehrt uns Christus. Untersucht genau, prüft alles. So lautet Gottes Wort. Werden wir ihn beachten? The Lord is coming. Are you